Ne, das ist zu langsam. Kann ich ja wieder runtergehen. Das ist alles zu langsam. Hier rumrennen bringt auch nichts. Obwohl. Okay. Knifflig. Ah, da ist so eine Bumsperle. Hier rum. Ich versuch's mal. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen, ey? Scheiß die Wand an. Okay, ich muss mal kurz was gucken. Hier war ich noch nicht oben. Können wir hier irgendwas Neues machen? Da haben wir geräubert. Leiche. Okay, hier können wir gar nichts machen. Oh, Kacke, Alter. Und damit dem Butterbrot aim, ne? Mann! Oh, auf sowas habe ich keinen Bock, ey. Renn doch. Oh, wird wieder nix. Ganz ehrlich, ich scheiß gleich da drauf. Ernsthaft? Warum hat er nicht... Junge Schnauze. Das geht mir schon auf den Sack. Hasse es, Mann! Fick dich doch, Alter! Geh mir auf den Sack!
Ist doch scheiße, Mann! Ernsthaft? Da ist eine... Fick dich mit deinem Aim, Alter. Ernsthaft, ey, die habe ich gar nicht gesehen. Ich krieg einen Kotzreiz, ey. Hätte man ja mal ruhig sagen können, dass da was ist. Jetzt wäre es stylisch gewesen, wenn ich das geschafft hätte. So, leck mich doch, ey. Das muss ich zusammenschneiden. Griff der verfluchten Flamme, Klinkenknauf, bla bla bla. Okay. Kriegen wir bei jedem erfolgreichen Klingentreffer eine Feuerbombe mit 3-sekündiger Verzögerung auf Gegner zu platzieren. Ja, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das verbessern können. Jetzt bleibt bloß die Frage. Wo sind die Runen? Für die blöde Kiste. Diese Frage muss noch geklärt werden. Diese und weitere in der nächsten Folge von God of War. Es wäre zu schön, wenn das jetzt gerade mit dem Schnitt passen würde. Aber mal ohne Witz, wo sind hier jetzt bitte die blöden Runen? Ja. 1500 Hacksilber. Läuft. Mich auch dankend entgegen. Nochmal 1700 Hacksilber. Ja, wir sind reich. Dann können wir gleich endlich mal hier weg. Ist ja grausam. Hier war nur das, ne? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, W. Okay. Der Riese, ein Ort, an dem wir immer wieder gerne zurückkehren. Wenn ich es auch wüsste, wo, ne? Die Kakerunen sind, dann wäre ich happy, glücklich und zufrieden. Okay. Gut, dass ich neugierig bin. Was haben wir denn hier? Ah, ein Schmuckkästchen. Geil. Hier müssten wir, glaube ich, auch die Darmwinde irgendwo hin platzieren können. Jetzt können wir das gleich wieder runterlassen. Da wir schon 5000 Mal waren, ist uns das früher schon aufgefallen, dass wir hier noch was machen können? Ich habe keine Ahnung. Und diese Darmwindkugeln, die sind irgendwie verdächtig. Nein. Krati, lass das doch bleiben. Okay. Ich sehe aber auch keine... keine Runen für die blöde Misttruhe. Ganz ehrlich, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Oder? Hopp. Hopp.
Und hopp. Nein, wir gehen jetzt erst weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Die Insel macht dieser. Der Strand macht mich einfach traurig. Die Schlange ist ja geduldig, die ist ja schon steinalt. Die hat Zeit. Meins. Belunderkluft. Mimir, warum hast du Odin gedient, wenn er so schlimm ist? Das ist mein Beruf. Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt. Der irre König aus Game of Thrones zum Beispiel. Ich verstehe schon. Okay, da will ich nicht Nicht hin. viele freie Stellen. Mein erster Herr war auch ein Scheusal, doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königinnen und Göttern zugute kam. Ich war nicht viel älter als du, als ich anfing als Laufbursche und Hofnarr eines Feenkönigs. Nachts hatten meine Freunde und ich den Wald für uns. Gutfreunde nannte man uns, wir waren schalkische Kobolde. Wir ergötzten uns an allerlei Unfug, foppten die Sterblichen, die dort lebten. Doch solange wir unseren Meister erheiterten, hatten wir nichts zu befürchten. Dann, eines Tages, war er nicht erheitert. Und ich zog besser weiter. Zum Glück haben mich die Zeit und meine vielen Reisen seither von jenem neckischen Streuner zu dem Ausbund an Tugend werden lassen, der ich heute bin. Natürlich. Ein Kopf an einem Gürtel. Einfach nur respektabel. Mist. Ach ja, das war das mit den Kackglocken. Wenn wir jetzt. Konzentrier dich. Was? Ach so, da unten. Da kommt hier hoch. Er versucht zumindest. Ach, da kommt noch einer. Schnauze. Junge, zurück. Okay, da müssen wir aufpassen. Sie sind stark. Oh, und der ist gleich tot. Oh, gut, dass wir den Rage noch haben. Ernsthaft? Haben wir jetzt einmal auf alle zersehen? Wow. Okay, habe ich nicht erwartet. Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber okay, gut. Nimm mich mal so hin, ne? Das lief gut. Aber wir spielen auch auf Story, von daher. So, Zorn der Titan. Zeig doch mal her. Schaden und Brand. Nahkampf. Zeig mal her. Ja, ist schon mächtig. Ich mach das mal. Ich nehme das jetzt mal, weil das so unglaublich stark ist, hat mehr Punkte als das andere. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Nur das Unterwasserrad, hahaha, sehr witzig. Da oben möchte ich auch noch mal gucken.
das macht mich ein bisschen... Aber das Glockenrätsel, ne? Ich weiß ja nicht, das Glockenrätsel, ne? Da weiß ich nicht so. Ich weiß nicht, wie ich das loswerden soll. Da hört meine Fantasie auf. Habe ich eben einen Raben gehört? Ein Odin-Auge? Die Schlange ist so cool. Das war wahrscheinlich nur ein Frosch, den ich gehört habe. Okay, wir gehen hier erstmal weg. Hier haben wir nicht so viel, was wir machen können. Oh, hoppla. Schiffbruch. Oh, mal gucken. Mimir, wie hat es dich hierher verschlagen? Junge, es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Mannes, da er seinen Namen ändert und nordwärts zieht, um neu zu beginnen. Wenn du lange genug lebst, um das mehrmals zu tun, endest du so weit nördlich wie hier. Als ich ankam, kannte ich Odins Ruf bereits. Und beschloss, mich als würdig zu erweisen, indem ich ihm etwas gab, das er zu schätzen wissen würde. Eine mystische Quelle des Wissens. Oder vielmehr eine Quelle des Wassers, an der genug mystische Pilze wuchsen, um einem Gott Visionen zu bescheren. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Können wir jetzt vielleicht hier irgendwie... Okay, das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Oh, nochmal Hacksilber. Jetzt können wir auch endlich hier mal weitermachen. Kann es sein... Ah, die Truhe habe ich nicht... Okay, wir gehen gleich nochmal zur Truhe. Jetzt aber erstmal, jetzt kommen wir endlich hier, ne? Wollen wir mal Zeit, ey. Erstmal gucken, wie wir nochmal nach oben kommen. Ha! Meins! Ah, niemand zu Hause, da freue ich mich wieder immens. Ein Unterwasserrad. Okay, das haben wir. Okay, ich muss mal kurz gucken. Einmal rüber. Da ist nichts, was man irgendwie in die Luft jagen kann. Also sonst kommen wir auch nicht weiter nach oben, ne? Warum? Ah, da hinten, da ist eine Kette. Okay. Es wäre schon geil, wenn wir hier ein bisschen jetzt mehr gewuppt kriegen als beim letzten Mal. Hallo, ich hab doch gedrückt. Die Aussage eines jeden Gamers, ich habe gedrückt. Ich habe den Knopf gedrückt. Ich habe gedrückt, ich schwör, Mama. Junge, das musst du noch üben. Es geht doch. Jetzt können wir das Ding hier hochholen.
Ah. Haha. Einmal meins. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir das so aufmachen werden. Aber cool. Immer her damit. Ja, ja, und da kriegt er erstmal voll aufs Maul. Uiuiui. Nixa, du kommst mir nicht davon. Ach, der ist Level 7, deswegen. Alter, der hat mich ganz schön... Ihr zwei seid wirklich ein gutes Duo. Danke. Hat alles von mir gelernt. Ich bin nämlich ein guter Vater. Und das ist jetzt auch meins. Das tierische Warm möchte ich nur mal anmerken. Runenzauber, bla 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 bla. Ganz geil. Wie ich da reinkomme, immer noch absolut keine Ahnung. Bullshit, ich will da rein, Mann. Okay, dann gehen wir mal hier gucken. Na, greif mir doch irgendwas an. Atreus, hier. Ja, Vater. Ja, Vater. Bin schon da, mein Herrn Gebieter. Mhm, Alpha wendet, die mich nicht runterfallen lassen. Finde ich super. Ach. Ach. Da war ich noch gar nicht dran, ne? Sieh mal einer an. Da waren wir auch gar nicht dran, ne? Ja, da machen wir in aller Ruhe. Upsa. Ja, läuft. Für das Hacksilber mache ich das gerne. Junge, so löst man Rätsel. Mit Gewalt. Ich möchte nur mal anmerken, dass es sehr schön aussieht, wie das Rad mit Moos und so weiter befallen ist. Sieht echt gut aus. Na, guck mal. Einmal auf und ab. Geht doch. So. So billig, ne? Mit dem Schmuckkästchen mache ich kurz einen Prozess. Da mal aufbrechen. Dann hier, komm. Ist bestimmt nichts Tolles drin. Das hätte man schon viel eher machen können. Ich kann mich auch irren. Goldener Talisman des Schutzes. Mhm. Na gut, ein bisschen mehr Abwehr, ganz ehrlich, ne? Wer es braucht. Ja, dann haben wir jetzt hier auf einmal alles fertig. Cool. Dann können wir jetzt wieder nach unten. Junge. Müssen wir noch mal kurz auf die andere Mini-Insel den Kristall anschießen. Ich weiß nicht warum, das habe ich glaube ich nicht einmal jetzt gesehen. Dann können wir auch die Kiste öffnen. Dann fehlt nur noch die Kiste mit den Runen, wo ich absolut keine Ahnung habe, was sie machen muss. Läuft.
Ah, es ist schön. Leiche. Es ist schön, ein bisschen. Ich glaube, ich wollte Odin gerade von meiner mystischen Quelle des Wissens unterrichten. Mhm. Oh, er war zutiefst beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das, was er sah, ihn dazu verleitete, sich die Augen ausstechen zu wollen, aber ich konnte ihn rechtzeitig daran hindern. Dann überzeugte ich ihn davon, dass ihm sein Opfer eine klare Sicht gewähren würde. Bla 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 bla. Ich dachte, er hätte es nicht durchschaut. Aber an dem Tag, als er mir mein Auge nahm, war mir klar, dass ich falsch lag. Er wusste, dass ich ihn überlistet hatte, nannte es eine Lektion in Weisheit und heuerte mich an, damit ich von nun an auf seiner Seite wäre. Und für lange Zeit war ich das wirklich. Was nicht heißt, dass er keinen Groll mehr hegte. Mhm. Okay, er ist fertig. Interessant. Kopf und sein Leben. Junge. Und das habe ich echt nicht gesehen. Das ist erschreckend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja echt traurig. Es tut mir wirklich leid. Boah, mir ist so unglaublich tierisch warm. Ich hasse den Sommer. Wahrscheinlich muss ich das so machen, dass ich da durchpaddeln kann. Ich hoffe mal, das ist richtig. So, müssten wir jetzt eigentlich hier einmal so ringsrum, ne? Einmal kurz gucken. Ich bin neugierig. Ich bin verschwitzt und neugierig. Das sind zwei tolle Eigenschaften. Ja, das sieht gut aus. Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht das Ganze Sinn. So kriegen wir es also. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie wir die Truhe aufkriegen. Die Glocke, die liegt, die ist ja nur ganz, ganz minimal kurz am Läuten. Er hätte auch hierher gekonnt. Und dann ist er sofort wieder vorbei. Jetzt macht das Ganze Sinn. Wir haben die Mini-Insel fertig. Ja, geil, Mann. Junge, lerne daraus. Haha. Öffne dich. Erstmal das kaputt machen. Meins. Eine richtige Schatzkammer sogar. Das ist echt schön. Hier ist mehr als man denkt. Klingensturm, schwerer Runenangriff. Moment, habe ich das mit dem. Batz, batz, batz. Bereich. Ist auch irgendwie knife. Werfen Sie die Leviathan Axt auf einen beliebigen Gegner in der Nähe. Sie visiert alle Gegner auf ihrer Bahn automatisch an, trifft sie und verursacht Frostschaden. Drei mächtige Schwäche, die Gegner in die Luft schleudern. Schaden und Betäubung. Betäubung erhöht die Anzahl der Gegner. Okay. Irgendwie nice. Alles putt machen. Schmuckkästchen. Danke für die Halskette. Besteht aus 3000 Hacksilber. Noch ein Schmuckkästchen. Hier ist echt viel. Das im Dunkeln kann man schnell aber sehen. Aber geil. So, da können wir jetzt weiter. Jetzt haben wir beide
Mini-Drecksinseln auf einmal fällig. Geil. Ich habe gehört, da möchte uns jemand noch ein bisschen was erzählen. Kopf. Dein Stichwort. Mir tut das rechte Ohr weh. Mimir, ich verstehe trotzdem nicht, warum du Odin dienen wolltest. Damals war ich noch jung und besaß Ehrgeiz. Die Asengötter waren die mächtigsten Wesen, denen ich je begegnet war. Doch ihnen mangelte es an Strategie, Zielsetzung und weisem Rat. All das konnte ich ihnen bieten. Und so fand ein Fremder von einer fernen Insel Odins Gehör und sein Vertrauen, das er sonst niemandem schenkte. Mhm. Und solch eine Macht, das muss ich zugeben, Kleiner, hat ihren Reiz. Ja, aber das war Odin. Ich habe nie vorgegeben, perfekt zu sein. Nur schlau und oftmals eher neunmal klug. Warum ist Odin so wütend auf dich geworden? Tja, lange Zeit war es meine Aufgabe, Odin zu unterstützen. Und darin war ich verdammt nochmal gut. Mhm. Doch langsam erwachte mein Mitleid mit den Menschen und der Welt. Und ich versuchte, ihn zu bremsen. Ihn vor sich selbst zu schützen. Indem ich dem Frieden diente, diente ich auch seinen Interessen. Doch er empfand das als Untreue. Ab da misstraute er meinen Beweggründen, wollte jedoch nicht auf meinen Verstand und Rat verzichten, und so band er mich an einen Baum und quälte mich als Zeitvertreib. Aha. Tja, ein Glück, dass wir dir den Kopf abhackten. Ja, Junge, so ein Glück für mich. Der da hinten kann aber auch nicht die Fresse halten. Na komm, wir bringen ihn um. Der mit seinem scheiß Gelaber, da geht mir ja voll auf den Sack. Ah, komm her, Digga! Komm schon, Todesschlinger. Ja, wer hier wohl der Todesschlinger ist? Ja, gib mir dein Gesicht. Es ist hässlich wie die Nacht. Ah, schön. Just gefällt mir viel besser. Er hält die Fresse und da bricht unsere Storytime nicht. Was haben wir da? Nemaischer Schmetterer. Natürlich. Ich wollte mir das angucken, aber egal. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay. Hier, Junge. Junge. Noch eine von diesen Karten. Ah, toll. Insel des Lichts. Mhm, toll. Die Schatzkarten kann man irgendwann mal separat machen. Vielleicht mache ich die auch nur für mich selbst. Ich weiß es noch nicht. Weil ich stelle mir das jetzt nicht unglaublich spannend vor. Einfach jetzt stundenlang nur Schatzkarten zu suchen und zu finden. Ich glaube, da gibt es Aufregenderes im Livestream. Ich glaube, das kann ich wirklich machen, wenn ich vorhabe, so viel wie möglich für mich fertig zu spielen. Auch wenn ich nicht so geil auf 100% bin, aber das Spiel ist schon reizvoll. Ich gebe es ungern zu, aber es ist wirklich so. Mal kurz gucken, ob wir da oben noch was machen können. So. Mich würde mal interessieren, ob Baldur immer noch im Helheim rumgammelt. Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Stimmt, Fafnirs Lagerraum. Oh, besser denn je. Weißt du, ich glaube, wir beide sind in den Jahren reifer geworden. Nur der frischen Luft wegen. Der ist wieder so leise. Ehrlich, ich liebe meinen Bruder. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Tja, jeder hat seine Schattenseiten. Tja, das ist halb richtig. Was hast du denn gehört? Oh, ja, der ist von uns. Mjölnir hat uns bekannt gemacht. Gab das an. Ansturm. Götter und Könige kamen. Wir waren
ein tolles Gespann. Was ist passiert? Ach, naja. Es ist eine lange Geschichte. Hau raus, wir haben Zeit. Die waren, die uns diesen gewissen Funken raubten, weißt du? Inspiration ist eine launische Geliebte. Ach, genug abgeschweift. Du siehst ja, wie viel ich hier noch aufzuräumen habe. Na dann. Ja, herein. Ja, ich bin da. Klingenknauf. Unbeständiges Erz. Verdammt. Da haben wir. Aha. Oh, gar nichts? Oh, na gut. Ja, passt schon. A, B, C, D, E, F, G. Brand verursacht einen leichten Brandschaden und steigert den Explosionsradius ein wenig. Ganz ehrlich, das nehme ich jetzt mal mit. Das ist voll cool. Ich war noch gar nicht fertig. Oder war ich auch fertig? Ne, ich glaube, ich war noch nicht fertig. Talisman. Doch, ich war fertig. Einmal noch. Hier, warte. Schottomatte. Okay. Ja, dann gehen wir noch mal kurz weiter, ne? Was haben wir denn hier Schönes? War ich hier überhaupt schon? Ich meine, es sieht mir nicht übel, ähnlich Silber gehacktes da liegen zu lassen. Ich bin verwirrt. Junge, wir müssen weiter. Ich glaube, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Wir waren hier noch gar nicht. Was ist los mit mir? Wie gut, dass wir jetzt hier sind. Butz. Boah, ein Biber, Butze gratis. Bidabu, Butzibu. Mhm. Da kommen wir wieder direkt nach unten. Ja. Habe ich doch gesagt, kommen wir nach unten. Ja, du hast recht, Vater. Das ist er, stimmt's? Der Röckstel. Ja, Junge. Der Rat der Walküren. Die Walküren sind aus Valhall, oder etwa nicht? Freut mich, dass du aufgepasst hast. Du hast recht. Valhall, die große Halle der Einherjar, ist ihr Heim in Asgard. Doch dort unterliegen sie dem Blick des Allvaters selbst. Und die Beziehung zwischen den Walküren und Odin war angespannt während meiner Zeit als sein Berater. Warum? Also, die Geschichte ist noch länger. Sehen wir uns doch lieber erstmal nach Hinweisen. Alles klar. Was auch immer ich da jetzt gerade freigelegt habe. Ah, ist eine Truhe. Okay. Na, okay. Alles klar. Ah, jetzt sind wir also bei dem Rat der Walküren. Ah, ja, die Helme. Stimmt, die wir in unserem Beutel der unendlichen Fülle stopfen, können wir hier wahrscheinlich irgendwo platzieren. Erstmal ins Schmuckkästchen greifen. Die Valkyren brauchen die eh nicht mehr. Die Lebensenergie kann ich liegen lassen. Okay. Wow, du bist zurück. Aha. Nimir, wer ist sie? Gunnar,
die Herrin des Krieges. Nach jedem Konflikt, groß oder klein, war sie zuerst vor Ort und bestimmte, welche Geister es würdig waren, nach Valhall zu reisen. Eine grausige Aufgabe, aber sie erfüllte sie mit Stolz. Nach jedem Konflikt? Unmöglich. Es stimmt, ihre Schwestern haben ihr natürlich geholfen. Doch Gunnr war immer die Erste. Ihr Urteil über die Gefallenen war unfehlbar und von unschätzbarem Wert für Odin. Er bevorzugte sie. Interessant. Nächster Helm. Das ist niemand Geringeres als Geidrifun, Waffenmeisterin von Valhall. Verantwortlich für die Unterweisung von Odins Einherjahr. Seine was? Seine Armee für Ragnarök. Der einzige Grund, weshalb Valhall überhaupt existiert. Die Einherjahr warten in der großen Halle, wo sie ohne Unterlass prassen, trinken und sich in den Fällen vergnügen. Wenn Ragnarök beginnt, ruft Odin sie zu den Waffen, um für ihn zu kämpfen. Gedrefull hat alle Hände voll zu tun. Ja, ich glaube, ich weiß, was er sagen wollte. Sie haben wild gefickt. Unbeständiges Herz. Geil. Okay. Auge der Runen. Überlegenheit. Es gibt übrigens Achievements dafür. Also ein Achievement, wenn wir alle Valkyren plätten und das hier fertig haben. Wird ja ein Spaß, ey, die anderen Viecher, die anderen Troller noch umzunüpseln. Das können wir auch immer hier schön hinreisen, was gut ist, weil Shortcuts sind geil. Aber mehr können wir nicht machen. Okay. Na, da haben wir noch einiges vor uns, ne? Scheiß die Wand an, ey. Jetzt will ich die doch alle umbringen. Also, ich will sie nur erlösen, aber halt umbringen, ne? Das wäre schon ein Achievement, auf das ich echt stolz wäre. Junge, wir hauen ab. Flop. Wir nehmen natürlich hier, ne? Hier die Abkürzung. Hui! Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Nein, Mann, noch nicht. Oh, sehr schön. Zum Geschäft. Können wir nicht. Weltenschlange. Bringt mir nicht viel. Da fehlt mir die Legierung. Ah. Okay. Erstmal kurz gucken. Da fehlt uns noch einiges. Lassen. Nein. Die Armrüstung. Nein. Genau. Den können wir machen. Machen wir einfach mal. Komm. Verbesserung erfolgreich. Verbesserung erfolgreich. Griffe der verfluchten Flamme. Läuft. Wird er einfach abgehakt. Das ist nicht nett. Marcelana, hallo. Oh, von dir habe ich ja lange nichts gehört. Wie geht's dir? Ich hoffe doch mal gut. So, dann haben wir das hier auch fertig. Kommen wir zur nächsten Insel. Also zum nächsten Strand, besser gesagt. Den Strand, den ich fand. Ich hätte auch abkürzen können, aber ganz ehrlich. Scheiß doch drauf. Ne.
Es ist einfach nur geil. Das Spiel ist einfach nur geil. Es macht einfach alles Spaß. Es ist wirklich wie, also für mich ist es wie bei Nier Automata damals. Da konnte ich auch stundenlang zocken. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inunga, die große Leere. Es gab noch keine Welten, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorging... Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang Ymirs Leib. Und hier machen wir erstmal Schluss. Hier machen wir erstmal Schluss. Ja, Italien, aber ich wusste ja nicht, ich wusste nicht mal, wie lange. Hauptsache, es hat sich gelohnt. Aber kann ich jetzt hier irgendwo... Ich möchte mal kurz gucken. Ich bin nur ein bisschen neugierig. Gut, ich wollte nur einmal wenden. Drei-Punkt-Wendung. Wie beim Autofahren, total easy. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Mit Vergnügen. Wo war? Oh, Ymir, der erste Riese, war aus der Leere hervorgegangen und jede Lebensform entstand nun aus Ymir. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Natürlich. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Niederer, lüsterner Tyrann. Harte Worte, harte Worte. Hm? Ah, tut mir leid. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Ganz wie du meinst. Erstmal ein bisschen Rage. Das müsste ich eigentlich öfters machen, damit ich das wieder aufladen kann. Junge. Was auch immer mir das jetzt bringt, ich habe keine Ahnung. Na, wie gefällt dir das, Dicker? Komm her! Yes! Huckepack! Wie Bullen reiten! Und du bist der Bulle, ich bin dein Peiniger. Okay. Hey! Ah, leg dich schlafen, Prinzesschen. Was ist wieder laut? Ich wünschte fast, die wären stärker. Ist das komisch? Nein, überhaupt nicht. Es ist total normal. Es ist normal, sich zu wünschen, dass einem die Feinde den Arsch aufreißen können. Ah, guck mal, ein Pickel. Das darf ich nicht, ne? Natürlich nicht. Mhm. Komm, wir machen jetzt den Pickel. Ich ahne Schreckliches. Ich ahne wirklich Schreckliches. Ich hoffe, ich irre mich. Oh, zum Glück. Zum Glück nur eine Truhe. Ich habe Schreckliches erahnt. Ich dachte, wir finden eine Valkyrie, aber die sind zum Glück nur in den anderen Welten. Offensichtlich. Okay, kann ich hier hoch? Nö. Ernsthaft? Wer kann ich... Den einmal da oben lasse ich erstmal hängen. Ah. Falscher Knopf. Obwohl, es geht ja auch so.
Ich hab völlig vergessen, dass wir das hier auch machen können. Ich glaube, nachdem wir das hier gekriegt haben, hätten wir hier schon längst hingehen können. Was? Das Ding ist zu? Geht aber gar nicht. Okay. Darf ich nicht öffnen? Finde ich nicht nett. Clear, 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 clear. So, ach, hier unten. Jetzt muss ich wieder da. Ja. Ich bin noch lauffaul. Komm schon, ich bin Gamer. Darf ich jetzt ein Shortcut? Nein. Hm, eine Kette. Und noch eine Kette. Oh, ein Riss. So, das erste haben wir. Mal gucken, wann wir die anderen noch finden. Bitte lass es einfach nur Staub sein. Einmal das Schmuckkästchen. Was willst du denn? Geh mal kacken. Hab mich schon gewundert, warum ich die Kiste... Auf jeden Fall. Hab mich schon gewundert, warum ich die Kiste nicht aufkloppen durfte. Es hackt. Ah, guck mal. Hau ruck. Ja, läuft. Okay, wir haben eine Abkürzung. Ich nehme das jetzt einfach mit. Hua. Hua. Ach, was soll's. Ah, es ist nur Staub. Schwein gehabt. Ja, ja, Weltenstaub. Ganz geil. Lass mich weitermachen. Da sind wir her. Junge. Alles klar. Noch ein schmuckes Kästchen. Blöde Möwe. Gut. Ha! Warte mal. Na gut. Ah, guck mal. Ganz wichtig, wir nehmen ja alles mit, was wir kriegen können. Da gehört auch das zu. Da darf ich noch nicht dran. Man könnte da so easy runterjumpen. Aber naja, wir lassen dem Spiel einfach mal seinen Willen. Wir wollen uns nicht dagegen auflehnen. Ja, ja. Okay, es bleibt auf. Sehr gut. Achso, Shortcut. Und, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Hier sind wir jetzt also. Okay. Da kommen wir her. Da gehen wir hin. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ihr seid ja Level 6. Mann, der große böse Bub, ey. Ja. Oh, mir tut langsam echt das Ohr weh von den scheiß Kopfhörern. Ah, oh, nervig. Hallo.
Ich bin so stürmisch. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Na, jetzt haben wir auch. Jetzt wissen wir auch, wo wir dahin mit hin müssen. Ah. Rätsel-Action mit Kratos. Fum, 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 fum. Als wenn man auf so Wellendächern laufen würde. So Blechdächer. So hört sich das feste Licht an. Ich habe gespuckt beim Sprechen. Ekelhaft. Junge. Sehr gut, Junge. Da hätte ich auch nicht rüberspringen können. Ihr Schwächlinge. Alles klar. Mal kurz gucken. Ist hier zufällig eine Runenvase? Nö. Okay, da haben wir schon drauf geschossen. Wenn wir später zurückgehen, holen wir uns das. Schnauzemöwe. Du darfst leben. Ihr aber nicht. Na gut, ihr dürft auch leben. Ich habe extra daneben gezielt. Weil ich ein Möwenfreund bin. Ah, nächster Shortcut. Sehr gut. Ach, wir haben einen Schatz gefunden. Rein zufällig. Cool. Immer her damit. Und hoch. Ach, schön. Ja, ne, dann können wir auch eben holen. So, meins. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Ach, noch ein Shortcut. Hätte ich den mal eher gemacht, dann hätten wir es nicht, ne? Aber ist auch egal. Die 5 Sekunden. Einmal meins. Wieder ein bisschen Knete. Ist nicht so viel, aber wir hätten ja auch viel eher hingehen können. Voll geil, ey. Aha. Wie gut, dass wir uns alles so genau angucken. Meistens. Dann mal los. Komm her. Komm her, da hilft dir auch dein Schild nicht mehr. Jawohl. Erstmal looten. Ich möchte erstmal looten und lasse meine Gegner ganz nett verbluten. Ah. Ach, extra zum Draufflezen wahrscheinlich. Ich bin bereit. Das ist gut, Junge. Wir können auch die Möwen. Ha! Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ei, ei. Ah, Kette. Aha. Aha. Okay. Einmal einen Rundumguck machen. Plop. Wir können die Dinge auch einfach kaputt machen. Wir müssen nicht runterschießen, wir können es auch was zerschmettern.
Ich wollte es die ganze Zeit ausprobieren, aber dann habe ich es immer wieder ganz normal runtergeworfen. Also runtergeschnibbelt, geschnibbelt. Yo. Schieß auf den Kristall und Vasen gehen kaputt. Normal. Hey. Immer ein etwas Hacksilber. So, auf damit. Was haben wir denn Schönes? Irgendwie ein Horn oder so? Eichhörnchen. Hämisches Eichhörnchen. Was? Beschwört ein Spektraleichhörnchen. Ratatüsk. Das Verbrauchs. Das Verbrauchs. Was? Was? Maglose Schuppen der Welt. Ratatüsk. Ach komm schon, dir geht's doch gut. Ihr zwei seid sowas. Was? Das Eichhörnchen hat voll die große Fresse. Ist irgendwie cool. Junge. Einfach mal machen. Das Eichhörnchen lädt sich aber langsam auf. Ja, genau. Ich sollte auch mal den Stein holen. Bup, 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 bup. La, 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 la. Wo ist denn der? Da ist er ja. Hallo? Nimm doch mit! In aller Ruhe. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja gerade mal 10:30. Hey, 10:30. Pff, Schlimmeres. Die Tage hatten wir schon 1 Uhr. Also heute hatten wir schon 1 Uhr morgens und dann musste ich aufhören. Ja. Ich eile mit Weile, Junge. Alles hat seine Zeit. Jetzt kommen wieder irgendwelche Kackmonster. Pass auf. Oh. Ja, war klar.